Hallo zusammen, willkommen zurück bei Baldur's Gate 3. Wir befinden uns noch in der Ruine und wir müssen erstmal eine Rast einlegen, uns ausruhen, uns heilen und wieder neue Zauberplätze freischalten. Dann tun wir mal den Tag beenden und gehen erstmal schlafen. Chahi, come closer. Tun, was ich sagt. Dry skin, clear eyes. You do not suffer. You flourish. Disturbing. Was ist an meiner Gesundheit verstörend? Abominations grow inside us. Our bones should ache. Our mouths should bleed. Yet we thrive. It is madness. On the Gaath, the ship, there was a voice. It promised to change us. Ja, ich habe sie auch gehört. The voice, the promise. They are manipulations. They are obscene. Reject them. Stimmt, wir müssen ein Heilmittel finden. Nur das zählt. Wise words. I am almost impressed. Keep your rest short. Time is not our ally. So, genau. Wir wollten jetzt erstmal rasten. Wir sind in unserem Lager. Klicken aufs Lagerfeuer und gehen mal zu Bett. Und da sind wir zurück, frisch ausgeruht. Wir hatten jetzt in der Tempelruine die Bewohner hier, die Eigentümer, man weiß es nicht, bekämpft. Wir hatten den Kampf gewonnen und standen jetzt vor einer Tür, welche verschlossen ist, welche kein Schlüsselloch hat und nicht mit einem Schlüssel zu öffnen ist. Das heißt, wir werden das jetzt mit brachialer Gewalt öffnen. So, wir müssen erstmal die Waffe auswählen und dann... How does it open? Auf die Tür hier ein. So, ihr seht schon, wenn wir mit unserem Charakter, dem Tiefling, spielen, er hat eine Nachtsicht, die anderen Charaktere nicht. Da seht ihr, wie sich auch die Sicht ändert. So. Gehen wir mal rein hier. Gehen wir mal rein. Was gibt's hier drin? Kerzen? Jede Menge Kerzen gibt's. So, die kann man auch alle anzünden, wenn man möchte. Muss man nicht. Weil hier gibt's eigentlich gar nichts weiter, außer eine weitere Tür. This whole place reeks of necromancy. Oh, hier stinkt's überall nach Nekromanie. Tagebuch aktualisiert. Die merkwürdige Tür führt tiefer in die Ruinen. Da unten gibt es bestimmt einige interessante Artefakte. Oh. Klingt sehr... Wir haben eine verschlossene schwere Eichentür. Beschädigte Vase. Granitbank. Goldene Truhe. 25 Gold. Eine Vase. Kanne. Die Vase können wir öffnen. Nichts drin. Schwere Eichentür. Die ist nicht verschlossen. Da können wir hindurchgehen. Hier haben wir noch eine Truhe. So, eine Tasse, ein Glaskelch. Und eine Platte. Das sind... Ja... Tischutensilien, ich sag mal, die findet man auf jedem gedeckten Tisch. Kann man mitnehmen, muss man nicht mitnehmen. Wir nehmen sie erstmal nicht mit. So, jetzt wird es langsam interessant.
Oh. Wahrnehmung, fehlgeschlagen. Wahrnehmung heißt, sind Fallen oder Verstecke in der Umgebung. What's that? Wir haben eine Entlüftung. Sie hat sie entdeckt, so wie es aussah. I can't see any way to disarm it. Okay, sie sieht keine Möglichkeit, diese zu entschärfen. Scheint so eine Falle zu sein. So, schauen wir uns hier mal um. That might be worth a look. Warte, eine Vase. Schauen rein, nichts enthalten. So. That might be worth a look. Okay, also Wahrnehmung erfolgreich reicht, heißt ja, wir haben sie entdeckt. Hier ist ein Knopf. Wir haben sie entdeckt und können ja sozusagen gar nicht mehr drauf treten. Ringpanzerrüstung, Knochen und eine Pike. Das nehme ich sehr gern mit. Ja, drücken wir auf den Knopf. Was passiert da? Und der Knopf ist da zum Draufdrücken. Hm. It won't move. Tut sich nichts. Wir haben einen großen Sarkophag. Leitfaden des Beobachters. Ein gravierter Schlüssel. Story-Gegenstand. Oh. Fett. Schwieriges Gelände. Sieh, okay, einer steht, der Rest liegt lang. Aber vielleicht können wir jetzt nochmal auf den Knopf drücken. Klick. Gesehen, das Fett ist weg. Gut, dass wir den Knopf gefunden haben und noch drauf gedrückt haben. Ja, und gut, dass wenigstens nur einer stand. So, ich glaube, wir müssen erstmal hier einen Zug beenden. Es geht nicht weiter. Okay. Ich sagen. Gehen wir weiter, es gibt noch Wahrnehmung fehlgeschlagen. Es gibt noch mehr Kisten hier. That's curious. Das ist interessant. Haben wir auch noch einen Knopf hier? Oben steht eine Kanne. Hm. What's that? Schädel, Dreizack. Rubinring. Okay, da ist jetzt nur Gold wert. Knochen und ein Schild. Schade, ich brauche mal was für meinen Magier. So, was haben wir noch? Was haben wir noch hier? Nichts. Skelett. Something over there. Da drüben ist etwas. Ich werde mal eben zwischenspeichern. Okay, die alte Tür und wir hatten ja jetzt einen Schlüssel gefunden. Schauen wir mal. Was war denn das eigentlich hier? Leitfaden des Beobachters, eine Pike. Aber wir haben jetzt keinen Kämpfer, der hier eine Pike nutzen könnte. So, den Schlüssel. Wir können den fallen lassen, Schnellleiste hinzufügen, ein Lager senden oder einen unserer Begleiter geben.
Senden den mal an die Schnellleiste. Die haben wir jetzt drin. Wartet mal, mit dem Schlüssel funktioniert es nicht, aber wir könnten noch versuchen, das Schloss zu knacken. Wir hatten da Werkzeug. Ja, hier, der Schurke. Öffne fehlgeschlagen. So, wartet, wir nutzen mal unseren Schurken. Denk mal, das war eine dumme Idee, dass wir das selber versuchen. So, jetzt hat er natürlich kein Werkzeug mehr hier. Diebeswerkzeug und Fallenentschärfung. Das geben wir jetzt mal alles unseren Schurken. So, Schnellleiste hinzufügen. Öffne fehlgeschlagen. Er kriegt es auch nicht hin. Hat es irgendwas mit dieser Waffe zu tun? Nee, kann ich mir nicht vorstellen. Gravierter Schlüssel. Ist das der richtige Schlüssel? Unten hat man jetzt noch zwei Schlüssel. Verschlossen. Wir kommen hier nicht weiter. Gewalt ist keine Lösung. Vielleicht geht es auch nicht weiter. Wir gehen mal wieder zurück. Wir gehen wieder zurück. Wir hatten ja hier drüben auf der anderen Seite noch eine Eichentür. Eventuell geht es ja hier weiter. Die war jetzt auch verschlossen. Ja. Ist nicht mehr. Armed scribes. But no sign of a struggle. I wonder what was so subversive about their words that they commanded protection. Begrabener Schreiber. Wir sammeln erstmal wieder alles ein, was wir hier finden. Schriftrolle, brennende Hände. Oh, ein Kampfstab. Ein neuer Kampfstab, aber es ist genau derselbe, den wir schon haben. Forbidden knowledge, without a doubt. Schwere Truhe. Ist wieder Geschirr drin. Interessiert mich weniger Geschirr. Aber so macht Spaß. Schön looten in Ruhe. Schriftrolle Stille und schwerer Schlüssel. Vielleicht ist das der Schlüssel für drüben. Würde Sinn machen. So, platte Tasse. Ich versuch's nochmal, jetzt mit dem neuen Schlüssel, den wir gefunden hatten.
Perfekt. Ach, jetzt sind wir draußen. Auch gut. Jetzt hat man hier einen Schnellreisepunkt. Gut, gehen wir wieder rein. Darum liebe ich ja solche Spiele. Da muss man sich auch manchmal den Kopf etwas anstrengen, das Gehirn etwas beanspruchen. As Jergal, scribe of the dead. Didn't think anyone still worshipped him. Und einfach die Lösung, ja. Die Lösung findet sich, sagen wir mal, von ganz allein. Gold, ein Krummsäbel. Hier oben haben wir noch einen begrabenen Schreiber. Ach komm, den lassen wir jetzt liegen. Den lassen wir nicht liegen. So, noch ein Kampfstab. Ist hier noch was? Vase. Bisher haben wir noch nie was im Vasen gefunden. Geht's hier hin? Hier ist eine Leiter. Und ein Hebel. Ich würde aber zuvor erstmal schauen, ob es hier vorne noch weitergeht, die Treppen hoch. Hier hatten wir ja noch. Guckt mal, ja, wie sie die Ranken nutzen. Ach, das sind Sackgassen. Gut. Können wir noch hoch? Dann ist das hier drüben unser Weg. Was sagt denn eigentlich unsere Quest? Die verlassenen Ruinen. Da unten gibt es bestimmt einige interessante Artefakte. Also da sind wir noch nicht fertig. Sonst wäre das Quest jetzt vorbei. Wir müssen hier unten irgendwas übersehen haben. So, hier waren wir überall drin. Nettie, na, bei Nettie waren wir noch gar nicht. Zohu. Habt ihr Zohu gesehen? Na, warte mal, wir gehen mal zurück. Wie ob wir den Weg jetzt so einfach zurückfinden. Ach so, stehe. Das sind die Ausgänge. Und jeweils ein Ausgang führt zu Nettie oder zu Zohu. Okay, also hier ist ein Ausgang. Der geht zu Zohu und hier haben wir einen Ausgang, der geht zu Nettie. Aber wie geht's hier unten weiter? Der Tempelruine. Da müssen wir doch was übersehen haben. Ja, hier geht's noch rechts oder links. Vielleicht ist das wieder die Lösung, dass wir einfach raus müssen und weiter des Weges gehen. Denn hier drinnen, ich sehe jetzt kein
weiteren Weg. Wir sind tiefer, wir haben die Ausgänge gefunden. Sarkophag. Da hat man schon reingeschaut. Definitiv. Netti und Zoru, ja, die sind ganz woanders. Fragt mich mal was Leichteres. Warum wir das in der Ruine drin sehen? Wir haben schon mal Gold im Fass übersehen. Einmal Wasser. Nicht erreichbar. Ja, wir müssen definitiv noch mal rein in die Ruine. Dann gehen wir einfach noch mal langsam zurück. Ob wir eine Tür übersehen haben. Wir öffnen einfach noch mal alles. Es stand ja was von Artefakte. Text on the plaque is a mystery to you. Der Text ist mir ein Geheimnis. So, das Geheimnis des Raumes haben wir gelöst. Jetzt schauen wir noch mal hier drüben. Hier haben wir jetzt einzig den Schlüssel gefunden. Hier hinten. Hier war doch noch ein Raum. Der muss doch noch eine Funktion haben. Hier haben wir noch gar nicht reingeschaut. Eine Sarkophag, Schädel, Kurzschwerte, Knochen. Also hier ist nichts, was ich hier erkenne, was hier sein soll. Einzigste, wir waren hier hinten in dieser Nische noch nicht. Something over there. Wahrnehmung? Knopf. Wirklich, haben wir jetzt diesen Knopf übersehen? Hells, something just woke up down here. Let them come. The darkness can be to our advantage. Wo sind sie denn jetzt? Hinter uns. Würde ich sagen, wir gehen hier rein, oder? Wir kämpfen hier drin. Ja. Wir werden außen unsere Attacken vollführen und reingehen. Ich weiß nicht. Ach, Zielpunkt nicht erreichbar. Wir können gar nicht reingehen. Okay. Erst haben wir sie geplündert, jetzt nehmen sie Rache. So, hier haben wir einen, da drüben und hier war noch einer und hier oben müssten eigentlich zwei gewesen sein.
fragt mich mal, was wir jetzt machen. Ich würde sagen, wir stürmen vor. Okay, das haben wir überhaupt nicht gesehen, was er gemacht hat. Ach, hier. Irgendwelche Säure. So, sie hat keine Fernkampfwaffe. Aber er hat eine. Oh, sehr schön. 8 Schadenspunkte. Die sind nicht ohne. So ein Projektil müsste genügen. Und dann hat 28 Lebenspunkte und er hat 10. Dann machen wir erstmal den kleineren weg hier. Okay. Können wir noch irgendwas machen? Trank der Giftresistenz. Wir hatten doch noch Magierüstung. Keine Aktion mehr verfügbar. Verstecken? Klappt nicht. Gut, Runde beenden. Doch, wir haben noch Bewegungspunkte. Jetzt weiß ich nicht, was ich mit ihr mache. Warte mal. Genau. Sie hat auch noch Magie. Abbild? Abbild beschwören? Das ist schon mal gut. Dann könnt ihr nämlich schon mal das Abbild bekämpfen. Nein, Fehlschlag. Ich dachte, er schafft ihn. Das ist aber gefährlich, was er macht hier. Wir schlafen. Das heißt, wir können gar nichts machen, oder? Nee, wir können nichts machen. Thank you.
Okay, wir tauchen mal ein. Das gibt nochmal extra ungültiges Ziel. Warum denn das? Ich weite 3 Meter. Wir schlagen mal zu. Fehlschlag. Jetzt nutzen wir Tatendrang. Okay, 10. 10 ist schon mal gut. Ich würde sagen, wir bleiben auch gleich hier stehen. Oh, er hat noch einen Lebenspunkt gehabt. Stoßen, ja, stoßen können wir noch. Ah, ich dachte, er bleibt betäubt. Gut. So. Ja, braucht erstmal eine Heilpotion. Was? Jetzt hat er keine Aktion mehr, weil er die Potion getrunken hat. Das ist doch wieder ein Witz. Aber jetzt sind wir wieder dran. So, der bekommt 2... magische Geschosse. Ja, hier oben bekommt 1. Obwohl, wir könnten das mal ihn wegmachen. Beziehungsweise anfangen. Tormentor. Mit dem Eintauchen habe ich halt nicht verstanden. Das jetzt machen, aber er sagt ungültiges Ziel. Da brauchen wir jetzt eine Potion zum Eintauchen. Wir stehen ganz unglücklich. 55%, dass wir ihn treffen. Ich weiß nicht, warum das so schlechtes. So, durchschnaufen. Ihr merkt schon, ich bin noch in der Übungsphase. Grüne Farben. Oh ja, macht keinen guten Eindruck hier. Thank you.
Ziel zu weit entfernt. Na, dann gehen wir mal ran. Ach, hier ist ja noch einer. Den habe ich komplett übersehen. Den habe ich echt nicht gesehen. So. Hexenpfeil, das klingt gut. Kältestrahl 1D8, kalte Hand. So, eigentlich ist er ja ein Untoter. Dann ist er im Nachteil bei Angriff. Bei? Was stand da? Bei Angriffswürfen. Zu hoch. Sehr schön. 8 Schaden erlitten. Haben wir es geschafft. Die hat Sprechbedarf. Wir looten mal eben. Okay, ich glaube, das war's. Hier oben haben wir die Tür, dürfen wir jetzt nicht vergessen. Guck mal, was es zu sagen hat, Schattenherz. Rising from the dead just to protect some dusty baubles, fools. Nee, ich denke nicht, dass sie nur deswegen aufstehen. Sie haben erst angegriffen, als wir ein Grab entweiht hatten. Please, save your regrets. This place isn't worthy of them. Let's move. Oh, Schattenherz. Fallen wir doch noch in Ungnade. So, komm, wir haben hier hinten noch das Grab entweiht. Gehen wir doch mal rein. Säure. A lot of effort to hide one sarcophagus. Here lies the guardian of tombs. Through knowledge comes atonement. Jackpot. So he has spoken. And so thou standest before me, right as always. What a curious way to awaken. Now I have a question for thee. What is the worth of a single mortal's life? Welchen Wert hat ein einzelnes sterbliches Leben? Großen Wert. Ein friedlicher Untoter. Interessant. Ich bin leicht verstört, nachdem ihr soeben aus einem Grab gekrochen seid. Was seid ihr? I am not the same as those thou hast slain, if that is what thou askest.
Wilt thou answer my question? Ja, frag nur. So, I ask again. What is the worth of a single mortal life? Das hängt von den Taten einer Person ab. Kein Leben ist mehr wert als ein anderes. Wir sind alle gleich. Das Leben ist nur als Währung zu gebrauchen. Jedes Leben ist unendlich wertvoll und verdient jegliches Opfer. Lediglich mein Leben ist von Bedeutung. Tiefling. Nee, das machen wir nicht. Wir versuchen mal, was Neutrales zu finden. Ich würde mal sagen, wir sind alle gleich. In death, that is so. Very well. Sehr schön. I am satisfied. We have met. And I know thy face. We will see each other again at the proper time and place. Farewell. Schon gruselig, der Kollege. So. Gucken wir mal. Die Ruine abgeschlossen. Also das ist jetzt... Das, was will er denn jetzt noch? Das ist jetzt das Ziel gewesen. Der Quest. Oh, Amulett der verlorenen Stimmen. Die Toten haben keine Geheimnisse vor. Ja, als Schreibern der Verdammnis mit Toten sprechen. Toten sprechen. Können wir uns das umhängen? Ja, das heißt, jetzt können wir mit Toten sprechen. Gut, dann könnten wir eigentlich wieder raus hier. Wir sind fertig mit den Ruinen. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Und ihr bleibt dran. Ich bin auch gespannt, wie es weitergeht. Macht's gut!